Der Tag bricht an. Du bist hier. Natürlich. Barnabas war drauf und dran, nach dir zu sehen. Wie er sagte, der Gedanke zählt, nicht wahr? Offensichtlich. Komm, die anderen warten. Wir waren besorgt, dass du es nicht schaffst. Vor allem, wenn jede Stadtwache Athens nach dir sucht. Kleon braucht schon mehr als das, um mich zu stoppen. Was macht ihr? Wir arbeiten gerade einen Plan aus, um Kleon zu stürzen. Ich würde es kaum einen Plan nennen. Viel Gerede, nicht so viele Taten. Ihr wollt also Kleon stürzen. Wie lautet der Plan? Es wird nicht einfach. Sein Tod würde den Frieden stören. Das wäre nicht gut für Athen. Er hat recht. Erst muss er in Missgunst fallen. Aristophanes hat anscheinend ein Stück, von dem er glaubt, dass es dazu führen wird. Ein Stück? Es ist so viel mehr als das. Ach, mach dir nicht an deinen Chiton. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht alle lieb haben können. So würde es viel mehr Spaß machen. Wir können nicht nur rumsitzen. Kleon schickt ein Boot nach Mytilene, um die Einwohner zu töten. Das Volk vertraut Kleon. Sie werden für alle Vorhaben stimmen, die er einbringt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dagegen tun werden. Kleon zu stürzen wird nicht einfach. Doch mit deiner Hilfe dürfte es machbar sein. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, machen wir doch mal die Sokrates Quest. Nein, doch nicht. Hab ich hier schon was ich machen kann? Oder können wir gerade gar nichts machen? Weil ich einfach so ein schwaches Level hab, dass wir nicht weiter in der Story kommen. Hier wäre noch was. Ja, dann machen wir das doch mal. Warum kann ich nicht? Kann ich mich jetzt porten? Warum kann ich mich nicht porten? Hallo? Hier jetzt? Oder? Ah, jetzt geht's, okay. Was ist denn näher? Ich schätze mal das hier. Ich hoffe doch mal. Das ist schon ein bisschen näher als vorher. Damit kann ich arbeiten. Zum Glück sind das nur 1000 Meter. Die sollten wir innerhalb weniger Sekunden bestritten haben. Aber das Pferd schafft ja nicht mal Klippenrunde zu springen, also weiß ich nicht, wie lange wir brauchen. Ich verstecke mich lieber. Immer schön vorbeischleichen.
Was man hier noch so alles für Dörfer entdeckt. Verbrennt ihr, Wölfe. Genau. 27. Wow. Heftig. Bei Zeus. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt tot. Zum Glück kam ich vorbei. Es ist schön, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Epi. Eigentlich Epizelos, aber meine Freunde nennen mich Epi. Naja, nicht, dass ich Freunde hätte. Ich bin Alexios. Sehr erfreut. Du siehst aus wie jemand, der das Leben hier draußen gewohnt ist. Du siehst aus wie jemand, der, nun, viel Zeit mit Lesen verbringt. Ich mache nicht viel her, für wahr. Doch wenn Entdeckungen rufen, welche Wahl habe ich? In meinem Besitz befindet sich eine mykenische Tafel, die zu einer heiligen Begräbnisstätte führt. Ich nenne sie die Höhle des Orakels. Schön für dich. Die Mykener waren bekannt für ihre aufwendigen Begräbnisstätten, die voll von wertvollen Dingen sind. Wie wertvoll? Antike Juwelen, zeremonielle Schwerter und Dolche. Sehr wertvoll also. Wenn du mich begleitest, zeige ich sie dir. Jo. Wer könnte dem Versprechen auf Reichtümer widerstehen? Euren haben dich zu mir geschickt. So werden wir zusammenreisen. Oh. 23 Liter. Die Euren einen Sinn für Humor. Es ist der Zufall, der dir widerfährt, Held. Gut zu wissen. Du arbeitest dich also durch Schriftrollen. Nein. Nun, ja und nein. Ich arbeite mich auch durch Dreck. So wie ein Bauer also. Ich lege Geschichte frei. Naja, manchmal. Hoffentlich entdecke ich diesmal antike Wunder. Ich sage es dir ja nur ungern, aber Tonkrüge und Dreck sind selten wundersam. Ich verschrieb dieser Arbeit mein Leben. Es geht um viel mehr als Schätze. Ist das so? Es geht um uns. Woher wir kommen, den Preis, wohin wir gehen. Ihr klugen Geister und eure Rätsel. Einige Menschen kümmert die Vergangenheit nicht. Sie wollen nur stehlen und schnelle Drachmen verdienen. Stell dir das vor. Schwer zu glauben. Meine Kollegen sind nichts weniger als Schatzjäger und Kunsthändler. Oh. Du erwähntest kostbare Juwelen. Diese Ruinen und Relikte sind schwer zu finden. Ich fand diese nur dank gründlicher Suche und durchdachten Überlegungen. Erzähl mir mehr darüber. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott, dieses Game ist so broke. Die Götter mischen sich gern hin und wieder ein. Stell es dir nur vor, wenn dir die Götter in der Schlacht zur Seite stünden. Ein guter Krieger braucht weder die Hilfe der Götter noch eines anderen. Für wahr, das stimmt. Doch bedenke nur, was wir finden können. Du glaubst, dort gäbe es etwas mit dieser Macht? Aha. Habe ich dein Interesse geweckt? Ja, das hast du. Das Orakel von Trophonios. Ich frage mich, ob der Kult auch hier seine Leute hat. Voll creepy. Kommst hier rein, auf einmal sind hier schon 1000 Menschen. Von diesem Ort angezogen zu werden. Das hatte ich nicht erwartet. Könnte es etwas mit diesen, wie hießen sie noch, zu tun haben? Den Mykenern? Woher sollten sie die kennen? Es muss mit Trophonios zu tun haben. Ich werde sie beobachten und sehen, was ich herausfinden kann. Gut. Ich sehe mich im Inneren um.
Warte, nimm dieses Stelenstück. Sieh nach, ob es da drin ähnliche Zeichen gibt. Wird gemacht, Chef. Wo geht's hier rein? Ach, da. Was für eine Grabstätte. Selbst Esel werden an ehrenvolleren Orten begraben. So, gehen wir links oder rechts? Gehen wir mal rechts. Das Stelenstück sieht aus, als könnte man es hier... Das war... So. Da wir hier eine Tür haben, gucken wir mal links, wo wir da noch hinkommen würden. Aber ich glaube, da würden wir nur aus der Höhle kommen, was wir ja nicht wollen. Denn wir wollen ja tiefer rein, um den Schatz zu holen. Wow. Okay, wir kommen ja da bestimmt irgendwie raus. Das heißt, wir gehen zuerst durch die mysteriöse Tür. Gönnen uns den Inhalt dieses Raumes, gehen dann zurück, gehen dann hier runter und dann... Hoffentlich kommen wir mit dem größten Schatz der Welt raus. So mein Plan. Gehen wir mal rechts rum, links ist zu. Da können wir hoch, hier können wir rein. So, Schlangen, noch keine. Erster Schatz. Okay. Dann wollen wir mal hoch, weil den kann ich nicht. Okay. Nächster Raum, nächster Schatz. Aber mehr auch nicht. Die Höhle ist verzweigter, als ich dachte. Ja gut, ne? Geht halt nur in andere Richtungen, aber... So, hier geht's runter. Das heißt, hier bin ich anscheinend richtig. Das heißt, wir gehen hier mal rechts. Gucken, ob hier der dritte Schatz... Ja, okay. Ein Dreizack. Plündern wir hier mal alles. Diese Statue zeigt einen Krieger. Ah, oh. Schon besser. Hä? Mal sehen, was wir hier haben. Halt, stand der... Kack und hoch. Wie die Zeichen auf Appys Stein. Das dürfte Appy interessieren. So, wollen wir hier mal raus oder springen wir da mal gleich rein in das Wasser, was aber. Halt, hier ging's hoch, ne? Ah ne, ja, vergiss es. Von wo kommen wir? Hier, ne? Jo. Das sieht richtig aus. Hier war die Tür, genau. Obwohl, was, wenn wir die Quest erstmal abgeben, dann hier runter springen? Ist doch ein Plan. Wir sind am richtigen Ort. Leider wurde er bereits geplündert. Ich fand nur noch diese Rüstung.
Das ist höchst interessant. Die Mykener sind ein Kriegervolk gewesen, weißt du? Es muss sich also um ein Kriegergrab handeln. Nun, es ist ein schönes Stück. Doch wo ist der Rest? Dies war nur ein Teil der Stele. Wenn wir die anderen finden, kann ich den Text entziffern. So finden wir vielleicht den Rest der Rüstung. Doch die Stelenstücke könnten überall sein. Wenn ich Hinweise auf ihren Fundort fände, würdest du dann nach den anderen Stelenstücken suchen? Sicher. Ich werde sie suchen. Ausgezeichnet. Nun lass mich die Zeichen sehen. Gehen wir hinein. Nochmal. Okay. Ich dachte nicht, dass das Stelenstück ein Schlüssel wäre. Überraschend. Ich frage mich, was passiert, wenn alle an ihrem Fleck sind. Selbst mit nur einem Stelenstück kann ich damit beginnen, den Text zu entziffern. Was steht da? Also, da steht von den Göttern. Wirklich? Nicht schlecht für jemanden, der gerade noch um Hilfe schrie. Und nun sieh mich an. Du wirst allerdings alle Stücke brauchen. Laut dem Text scheint es, als hätte man die Stücke absichtlich verteilt. Ich frage mich, was wohl der Grund dafür war. Das spielt keine Rolle, wenn wir sie finden. Wirst du nach den Bruchstücken suchen? Na klar. Wo soll ich suchen? Laut dem Text ist das nächste Stück... Oh, gut, dass du gehst und nicht ich. Ich kann nicht schwimmen. Erkunde die Ruinen von Arne. Welche Verbindung besteht zwischen dem Grab und den Jüngern? Die Schrift sagt von den Göttern. Es ist nicht klar, welche Götter gemeint sind. Sobald mehr entziffert ist, sollten wir die Verbindung verstehen. Es wird Zeit zu gehen. Da, 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 da. Die Fackel wasserdicht ist, wasserfest, oder er macht sie halt wasserdicht, genau. Ist ja ein Handy, ne? Alter, was ist mit meiner Sicht? Hallo? Hallo, Spiel? Zensiert, Jungs. Mädels. Oder darf ich hier noch gar nicht hin? Alter, das ist ja richtig ätzend, wenn ich das mal so sagen darf. Wow, okay. Einmal Start drücken und dann ist es wieder. Okay. Also war zensiert, ne? Dürft ihr nicht sehen, weil der Baum ist so sexuell. Das ist boah. Ja, hier ist doch noch irgendwas. Bloß, was ist hier? Das ist die Frage. Ein Ausgang ist hier. Wow. Als hätte ich das gewusst. Ich lass die mal streiten, ne? Nein, helf mal deinem Freund da hinten. Ja.
So. Na, ich werde mit euch, da sind Haie. Was? Keine Haie? Hm. Ein Schlüssel wird benötigt. Du hast die Schlüssel, oder? Du hast die Schlüssel. Nein. Oh. Und wieder runter. Könnte sich der... Oh, oh. Alter, rostiger Schlüssel. Bingo. Dann wolle... Oh, scheiße, ich hätte viel... den Aussichtspunkt tun sollen.